So, Spieltag Nummer 8 steht an in der zweiten Liga natürlich. Und der nächste Gegner sind die Würzburger Kickers gegen den Tabellen 17. spielen wir heute. Das ist ein Heimspiel, das sollte durchaus machbar sein. 26. September ist das Spiel. So. So, Entwicklungsplan von Amatei. Gut. Sehr gut. Gut, ja, wir Union hat sich jetzt ein bisschen vorgesetzt mit einem Pünktchen. Das heißt, wenn wir gewinnen heute, sind wir 2 Punkte vom Tabellenführer weg. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Luft drin gehabt. Das können wir also wieder mit der gleichen Elf spielen. Bochum, das war dieses 4-2, das war definitiv viel, viel Kampf mit dabei. Auch gegen so ein bisschen die Müdigkeit, weil die Truppe war auch nach dem Europa League-Spiel gegen Alkmaar, waren sie durch. Ja, wie gesagt, heute soll es der nächste Sieg werden. Na gut, gehen wir rein. Spieltag, wie gesagt, Nummer 8. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Er kommt über die Kraft, über die Physis. Und ist dadurch auch extrem schwer vom Ball zu trennen. Alter, Simon Terodde, auf jeden Fall mit dem haben wir einen Glücksgriff gemacht. Aber es ist jetzt so ein Platte oder Gambula und jetzt so ein Terodde. Funktioniert auf jeden Fall. Unsere Stürme funktionieren. So. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Giefer, ehemaliger Schalker. Giefer. Offensives 4-4-2. Ja, Wolf, klassische Taktik. Eine Taktik, die sich oft bewährt hat, die für Tore steht. So. Auf geht's. Spieltag gemacht. Mit dem Sieg werden wir 2 Punkte vor Union. Die haben jetzt 2 Monate gespielt. Haben es ja nur einmal geschafft erst. Oder? Klasse Pass. Und erste Uisen-Chance nach 4 Minuten, nicht mal 4 Minuten. Chance zur Führung. Der Rosen. Und nächster Abschuss. Giefer jetzt zweimal wirklich stark gehalten. Puh, da geht ja schon gut los für uns. Aber wir wollen ja von Anfang an klar machen, wer hier das. Wer der Herr im Hause ist, so ist es richtig. Weston McKennie. Und fast ein Eigentor, Würzburg. 9. Minute. Hält den Ball. Die Tabellenspitze ist in Reichweite heute für die Gastgeber. Aber dazu benötigen sie einen Sieg. Und das wäre ein Ausrufezeichen so früh in der Saison. Ja, wie gesagt, unser Ziel ist es wieder, die Saison in die Bundesliga aufzusteigen. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Weston McKennie. Kobylanski.
Kobylanski, jetzt über Tempo und dann kann auch Giefer nichts machen. 15. Minute 1-0. Kameraperspektive. Kurz zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Ja. Tor Nummer 4 in der Saison. Letzte Saison traf er auch, glaube ich, 35 Mal, 36 Mal, irgendwie sowas in der dritten Liga. Die Saison hat er nur 4. Die Schalker da mit vorne. Aber die Saison ist er ja Vorbereiter, weil da vorne ein Terodde drin steht. Der seine Buden da vorne macht, der auch schon jetzt, wie gesagt, 12 hat. Wie gesagt, unsere Hausaufgabe ist klar erstmal unser Spiel zu gewinnen. Union haben halt schon gespielt, die haben unentschieden gespielt und wir müssen jetzt erstmal klar Aufgabe da machen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und das ist uns kein Abseits, weil da vorne noch ein Verteidiger drin stand und Terodde 2-0. 22. Zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Sein 14. Saison, Tor 22. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. FC Schalke 04, die Nummer 9, Simon Daniel Hegele, Everton. So. Ah, nicht ganz. Zuspiel geht hier ins Aus, es gibt Einwurf. So, Einwurf für uns, die Russen. Unsere Mannschaft finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Schauen Sie einfach mal vorbei. Wir freuen uns immer über Kobylanski. Super dieses Zuspiel. Ja, Terodde, der mit Körper hat auch nichts gegen den Verteidiger. Da kann man nichts mit dem Verteidiger machen, oder? Der Verteidiger kann man nichts machen. 3-0, 29. Minute. Tor 15. Und wir sind gerade mal am Spieltag 8. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Yes. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Ja, haben wir gegen Regensburg geschafft, haben wir gegen Bochum in Bochum geschafft und jetzt schon wieder. Und auch gegen, glaube ich, gegen Alkmaar, aber glaube ich auch zur Halbzeit schon 3-4-0 geführt. Salius Sané. Guck, in Bochum wurde es am Ende nochmal knapp, also dann haben wir mal gesehen, haben, ah, das funktioniert ja doch irgendwie. Terodde. Ballverlust. Gut, gegen Regensburg hat es auch 17 Minuten schon 3-0. Das haben wir dann ja bis zum Ende gehalten. Frank Lohnstadt. Jetzt kann. Jetzt, ist er durch. Jetzt war plötzlich der Bochum. Ah, der. Und dann der Ball auf die Rose. So, der mit Tempo jetzt mal außen. Ja, den hat der Verteidiger noch geklärt, der Würzburger. Der hätte auch durchaus anders ausgehen können. Salius Sané. Und jetzt der Vorwärts, in der Vorwärtsbewegung der Ballverlust. Klasse Pass. Gute Chance. Krüger. 4-0. Da ist das Tor. Kobylanski. Den ersten konnte er noch halten, der Keeper. Und den zweiten, der war dann einfach mit ein bisschen zu viel Wucht drin. Schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber
dann die nächste Chance und die wird genutzt. Ja, den haut er schön unter die Latte unten, da war nichts mehr zu machen. 4:0 der Zwischenstand mittlerweile. Klare Sache hier, das 4:0 ist schon deutlich. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. So, und dann Flank haben wir. Konstant. Und dann haben wir Pause. Also 4:0. Definitiv anders. Hier steht es 4:0 nach der ersten Hälfte. Hm. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Ja, Doppelpack Kublanski, Doppelpack Terodde. Das sind die momentanen Torschützen. Hannover Bochum 1:0 und 60 gegen Dynamo Dresden auch 1:0. Und wie gesagt, Union hat das Unentschieden gespielt. Und jetzt geht's hier weiter. Da haben sie den Ball, da kommt er nicht hin. Mit Kenny. Jetzt gibt's einen Einwurf. Jetzt hat plötzlich der Würzburger Mann auch ein bisschen Ballbesitz im Mittelfeld. Gute 50 Minuten rum. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Und dann haben wir Würzburg. Mit einer Chance, Terodde. Der muss der ganz genau, wann er rauskommen muss. Den hat er aber, der Keeper, der Renault. Entschuldigung. Glück gehabt. Schon gesehen haben wir den Rechtsverteidiger. Der durchgestartet ist. Und die Riesenchance trotzdem. Nee, geht Sané raus. Ist er mit Leroy verwandt? Ich glaube ja. So. Guter Pass jetzt. Und dann hat er Mustafi aufgepasst, den kann er so ablaufen. Bujelab. Da war ein bisschen zu spät gepasst. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Halbe Stunde gespielt und nichts wirklich passiert in der zweiten Halbzeit. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Jetzt vielleicht mal Terodde. Ja, der kann jetzt gegen ihn, sich gegen den Verteidiger durchsetzen. Terodde. Klasse gemacht, stark geblockt. McKenny. Gefährlich. Elfmeter. Ich musste mal zögern, weil ich dachte mehr, bis vor den pfeift er vielleicht noch nicht. Aber er pfeift den Everton gelb. Der Ex-Nürnberg und Hamburger. Jetzt dann auch noch den Strafstoß. Und jetzt gibt es den Freistoß. Den Elfmeter, Entschuldigung. So, Wechsel. Man wechselt jetzt hinten auf der Seite, weil er immer wieder Probleme gab. So, die Frage ist, macht es jetzt Terodde gegen Kiefer? Jo. Mittlerweile funktioniert es mit den Elfmetern. Die ersten paar in der dritten Liga wurden verschossen, weil ich da immer noch nachgedrückt habe. Dann ging er mit Kraft vorbei. Jetzt funktioniert es 5:0. Simon Terodde, Dreierpack. Und hier zeigt er keine Nerven vom Punkt. Absolut abgeklärt, gut geschossen. Keine Chance für den Keeper. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Heise, kalt versenkt Simon Terodde, 16. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. So. Daniel Hägele. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schauen wir mal, ne? Schwaches. Oh, Ballverlust. Das war Kolasin hat ja da. Dazwischen gegangen. Der Ball verloren hat. Aber
Und jetzt haben sie den Ball. Jetzt haben wir ihn mal. Terodde. Terodde. Das könnte vielleicht was werden. Ich hab's gesehen. Dass der da durchgestartet ist, der Zehner. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Weston McKennie. Auch McKennie kommt nicht durch. Sie erobern den Ball. Ja, könnte was werden. Jetzt ist der Del Rosun. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Ja, 4-0 schon zur Pause. Und dann die Schalker machen mit der Mann weiter. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Er holt sich vorne den Ball. Und jetzt. Trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Die Ecke für die Würzburger. Nehmen jetzt auch den zweiten Stürmer mit raus. Die Ecke kommt rein. Das wird Abschluss geben jetzt. So, und jetzt kann ich wechseln kurz. So, mal ein bisschen durchwechseln jetzt. Er hat ja heute überragend gespielt. Kein Wunder, dass es da Sonderapplaus gibt bei der Auswechslung. Die Nummer 16, Javaldo Dinglassen. Und mit der Nummer 14, Florian Krüger. Neu auf dem Feld, die Nummer 19, Silvia Gandula. Die Nummer 8, Erik Tommy. Schönes Zuspiel. Komilanski jetzt mal auch mal mit einer kleinen Situation. Da kriegt er aber keinen Druck dran. Und dann ist es Gangfuda, der nochmal eine Chance hat. Der nachgesetzt und dann trotzdem nicht versenkt. Nicht das Tor gemacht. 5-0 beführt man. Aber klar. Und dann Feierabend. Schlusspfiff. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Und es ist mal wieder Simon Terodde, der am Handy spielt mit seinen 3 Treffern. Yes. So. Ja, passt auf jeden Fall. Bin zufrieden. Unsere Hausaufgaben gemacht. Unser Spiel gewonnen. Das nächste Spiel ist dann Sevilla. Tatsächlich sogar schon das Topspiel in der Europa League gegen den Rivalen um Platz 1 bzw. Platz 2. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin und tschüss.